willkommen zusammen zu einem neuen Feuerwehrsimulator hier auf dem Kanal. Into the Flames heißt das Ganze, spielt im US-amerikanischen Setting, ihr seht es, und ist aktuell noch in Entwicklung. Und den aktuellen Stand dieses Simulators werden wir uns heute mal im Detail anschauen und unseren ersten Brand löschen, denn hier qualmt's ordentlich. Aus der Halle kommt ein bisschen was raus, die müssen wir gleich mal öffnen. Und ja, die Paletten stehen auch in Brand, aber das wird vermutlich das kleinere Übel sein. Das heißt, ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal den Trennsteifer mir hier schnappen und dann geht's auch schon los mit der Action. Das wird sicherlich spektakulär und ich hoffe, wir werden Herr dieses Feuers. So, dazu müssen wir uns einmal kurz dieses Tool hier nehmen und dann laufen wir mal schnell dran. Das ist natürlich aktuell noch alles in einem sehr frühen Stadium, aber ein bisschen was davon kann man schon sehen. Und ich finde, es sieht gar nicht so schlecht aus, aber ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir die gerne in die Kommentare. Jetzt geht's aber erstmal los hier mit unseren Arbeiten. So. Okay, Sesam, öffne dich. Ach du liebe Zeit. Ja, das wird eine Herausforderung. Das qualmt ja wirklich ordentlich. Aber das Feuer sieht richtig gut aus, also da kann man nichts sagen. So, hier auch nochmal schnell mit dem Trennschleifer ran. Und dann haben wir die Tore auf jeden Fall schon mal geöffnet. Dann tue ich das Werkzeug schnell zurück und dann müssen wir einmal eine Löschwasserversorgung aufbauen. Dazu schnappen wir uns, glaube ich, als erstes mal den Schlauch hier vorne. So. Ich glaube, hier irgendwo muss er sein. So, genau. Und laufen dann zum Hydranten. Aber wir müssen ein bisschen Gas geben. Es gibt natürlich aktuell noch keine KI. Es gibt noch viele Fahrzeuge nicht. Das ist alles noch... Es flackert noch und sowas. Also das ist... sieht man auf den ersten Blick. Das ist aktuell noch ein sehr früher Stand, wie eben schon angemerkt. Aber... es ist mal wieder eine neue Simulation und vor allen Dingen könnt ihr die kostenlos spielen, wenn ich richtig informiert bin. Ich gebe euch da auf jeden Fall einen Link in die Videobeschreibung oder werde euch da einen Link in die Videobeschreibung setzen und dann könnt ihr das gerne mal ausprobieren. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Spaß damit, aber wir müssen uns erstmal den Hydrantenschlüssel schnappen und dann da vorne mal aufmachen. Sonst wird unser Tank nämlich bald leer sein. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen einmal schnell zurück und... öffnen. So. Okay. Und das Besondere an diesem Feuerwehrsimulator ist auch, dass es schon einen Multiplayer-Modus gibt. Ich habe ihn nicht ausprobiert, ich weiß nicht, wie gut oder schlecht er ist, aber die Ambitionen sind auf jeden Fall groß. So. Okay. Damit ist jetzt alles vorbereitet. Wir haben auch noch andere Gerätschaften, zum Beispiel einen Lüfter. Um den werden wir uns später kümmern. Aber jetzt würde ich sagen, arbeiten wir uns mal von außen nach innen. Ich fange mal hier mit den Paletten an. Und dann gucken wir mal, dass wir gleich mit Atemschutz, den können wir uns vielleicht jetzt schon mal aussetzen, dann gleich in die Halle reingehen und uns da langsam vortasten. Die Paletten scheinen aber schnell gelöscht zu sein. Alles klar. Gut, dann geht's jetzt rein. Dann würde ich sagen... pirschen wir uns mal langsam vor. Das ganze Lager hier steht in Flammen. Und es ist ja wirklich bemerkenswert, wie schnell sich dann so ein Feuer ausbreitet, wenn es einmal losgegangen ist. Und das ist auch einigermaßen anspruchsvoll. So, die erste Ecke ist hier gelöscht. Vermutlich würde man jetzt versuchen, also, dass man so einen Einsatz komplett alleine macht, ist sowieso unrealistisch. Aber vermutlich würde man jetzt versuchen, von allen Seiten das Gebäude irgendwie zu kühlen. Und mit einer Drehleiter würde man vielleicht auch hantieren, je nachdem, ob man da irgendwie drankommt oder nicht. Ist aber jetzt, fällt hier alles natürlich raus. So. Okay. Geh mal, glaube ich. Wir sehen unten links auch unseren Status. Ja. Sowohl den unseres Lebens... Das ist nicht ganz unwichtig. Also, wenn wir hier in die Flammen reinrennen, dann sterben wir natürlich. Ist ja ganz klar. Ist ja auch abgebildet. Und ich glaube, der obere Balken ist der unseres Atemschutzgerätes. Das heißt, wir können uns auch nicht ewig lang hier in diesem Raum unter Atemschutz aufhalten. So. Aber es macht schon ordentlich was her. Spektakuläre Szenerie. Und ich frage mich ja immer noch, was eigentlich mit diesem Firefighting-Simulator ist. Also seit der Gamescom habe ich jetzt auch nichts mehr davon gehört. Ich weiß nicht, ob es den überhaupt noch gibt oder nicht.
Aber das hier ist nicht der Firefighting-Simulator, den ihr schon gesehen habt, sondern das ist von einem eigenen Entwickler, der einfach mal ein bisschen gebastelt hat und ja, sich da so ein bisschen dran ausprobiert. Und ich dachte mir, er hat mich letztens angeschrieben, ich habe es recht früh schon entdeckt, aber er hat mich letztens nochmal angeschrieben und meinte, Ansgar, ich habe jetzt hier eine neue Version, und dann dachte ich mir, zeige ich die doch mal auf dem Kanal, weil sich da wirklich einiges getan hat, seitdem ich das erste Mal gesehen habe. So, aber so langsam geht's hier weiter. Und wir müssen uns durch dieses Flammenmeer, durch dieses Inferno hier kämpfen. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Aber bislang macht das hier einigermaßen gute Fortschritte. Nur was mir ein bisschen Sorge bereitet ist, dass es da hinter dieser Absperrung oder hinter diesem Häuschen, diesem Trafo da, noch weitergeht. Da lodern auch die Flammen. Aber wenn ich die erste Hälfte des Gebäudes hier schon so einigermaßen im Griff habe, dann geht's vielleicht. Ja, die Schläuche sind hier auch komplett abgebildet. Aber es ist dunkel geworden draußen. Oder wirkt das nur so? Ich glaube, das wirkt nur so. Weil die Flammen so hell sind. So, ich möchte das Feuer hier irgendwie abschneiden. Ich möchte den rechten Teil der Halle schon mal komplett... Oh je, oh je, oh je. Das sieht nicht gut aus. Oh, jetzt lodert es hier wieder auf. Oh, 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 oh. So. Jetzt muss ich mir irgendwie ein Konzept überlegen. Ich dachte, ich kann das Feuer hier sozusagen abschneiden. Aber es scheint einfacher gesagt als getan zu sein. Wir müssen auf die Tube drücken. Leute, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Die Luft geht langsam zu Ende. Auch Rußspuren hier überall. Nur die Pakete, die haben es hier teilweise gut überlebt. Boah, wie sollen wir das denn schaffen? Man bräuchte hier definitiv wesentlich mehr Wasser. Also das ist ja fast unmöglich, das Feuer hier komplett auszubekommen. Aber ich gehe mal hier vorne hin und kämpfe mich dann weiter... vor. Oh, müssen wir uns auch aufpassen oder in Acht nehmen. Ah. Ah ja, no smoking. Okay. Wir müssen uns in Acht nehmen. Davor, dass das Feuer hinter uns wieder ausbricht, ne? Also das ist der Albtraum jedes Feuerwehrmanns, habe ich mir mal sagen lassen. Wenn nämlich hinten, also wenn der Weg, den man sich irgendwie so freigeschaufelt hat, wenn der wieder anfängt zu brennen. Das ist wohl wirklich fürchterlich. Dann ist man gefangen. Aber diese Situation kommt vor. Gott sei Dank nicht so häufig, wurde mir berichtet. Aber da muss ich jetzt auch gerade so ein bisschen drauf achten, weil wenn die Luft gleich leer ist, ja, dann haben wir's. So. Bisschen mit Schema, mit System hier vorgehen. Ja. Ja. Okay. So, ich denke auch, dass viele von euch noch nichts von dieser Feuerwehrsimulation gehört haben. Und um die Wartezeit, eigentlich wollten wir im Jahr 2019 noch ein Video zu Notruf machen. Aber da sind viele Fleißarbeiten gerade. Also es wird natürlich viel gewerkelt, aber das sind aktuell alles so Arbeiten, die, okay, es geht langsam voran. Es ist wirklich mega lang. Die Zeit, die man hierzu braucht. Aber es geht voran mit Notruf 2, aber das waren alles so Sachen, da kann man jetzt nicht so viel zu zeigen. Und dann dachten wir uns, machen wir dann lieber irgendwann wieder ein etwas größeres Video, wo dann irgendein interessantes Feature gezeigt wird, als jetzt irgendwie, ja, nur so Kleinkram. Das muss ja dann auch nicht unbedingt sein. Okay. Also immerhin, es scheint sich nicht wieder zu entflammen hinter uns. Aber wir haben jetzt die Hälfte unserer Atemluft bald aufgebraucht. Hier vorne ist es sehr hartnäckig. Ja, okay. Man sieht aber auch, wie das System hier funktioniert. Also es gibt immer so einzelne Spots. So ein bisschen wie in Emerge NYC. Oh, oh, oh. Wieder sehr schwierig hier auszubekommen. Also es lodert und lodert und lodert. Steht er im Vollbrand.
Okay. Ich glaube, den ersten Teil der Halle können wir tatsächlich noch löschen. Mit unserer Ausdauer hier. Es ist wirklich... Man muss hier Acht geben. Also es ist schon gut gemacht, aber es ist so ein bisschen... Es erinnert so ein bisschen an Emerge NYC. Ist aber, wie gesagt, eine andere Engine. Also es ist jetzt keine 1:1 Kopie davon, sondern ist eine andere Engine. Die Unreal Engine. Und sieht auch noch ein bisschen schicker aus, finde ich. Und die Performance ist auch super. Bislang. Weiß man natürlich nicht, ob das so bleibt. Fahrzeuge kann man im Moment noch nicht fahren. Und man hat eben auch nur sehr vorgefertigte Einsätze. Ja. Aber ich glaube, ich muss mal hier rechts und links löschen, sonst entflammt sich das gleich wieder alles. So. Das ist ein Großbrand hier. Da würden mehrere Löschzüge ausrücken, glaube ich. Aber wir machen das heute mal im Alleingang. So. Okay. Na, das muss hier auch noch weg. Aber... Komm, geh aus, Feuer. Ja. So soll's sein. Hier vorne geht's dann weiter. Müssen wir auch alles auslöschen. Man schießt hier sozusagen so einzelne Spots aus. So kann man sich das ungefähr vorstellen. So, die letzten Meter sind hier noch zu beschreiten. Nach einer guten Viertelstunde bin ich fast durch mit der Halle. Und ihr seht's unten links, es ist jetzt auch langsam richtig knapp. Aber ich glaube, das war's jetzt. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir können ja einfach nochmal das Ganze weiterlaufen lassen. Nochmal ein bisschen runterkühlen. Und wir sehen hier durch die ganzen Rauchschwaden kaum was. Aber hier vorne links ist der Ausgang. Alles gut verkugelt hier. Ja. Aber ich glaube, das passt soweit. Alles klar. Damit ist das Ganze, glaube ich, gelöscht. Wir müssen nochmal gleich kurz rumgehen. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, warum da eben No Smoking stand. Das kann verheerende Auswirkungen haben. Von oben dampft das alles noch so ein bisschen, aber ich denke mal, das ist jetzt einfach der Rauch, der Wasserdampf und alles, ja, was jetzt noch so vom Brand übrig ist, was der jetzt langsam abzieht. Und ich würde sagen, wir helfen dem Ganzen jetzt mal durch unseren Lüfter, den man ja oft auch bei Wohnhäusern oder sowas, wenn es da gebrannt hat, nutzt, um das Treppenhaus zu belüften oder sowas, um halt einfach den Rauch rauszubekommen aus den Räumen. Und ich glaube, das ist dieses Teil hier, genau. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier einfach aufstellen kann oder wie das funktioniert. Okay, ich glaube, der Lüfter hat aktuell noch keine Funktion. Jedenfalls habe ich jetzt nicht herausfinden können, wie man den in Betrieb nimmt. Und ich meine, das ist ja alles noch in Entwicklung hier. Das ist jetzt noch ein früher Stand. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, aber ich habe in der Zwischenzeit nochmal schnell ein paar Leitern platziert. Das ist ein bisschen tricky, deswegen habe ich uns das jetzt mal in der Folge selbst erspart. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Und bin hier hochgegangen und hier kann man dann später auch mit dem Trennschleifer... Wir schauen uns den nochmal schnell an. Das ist dieses Gerät. Kann man dann später hier auch die Fenster rausschneiden und dadurch dann entlüften, wenn man das machen möchte. Funktioniert aktuell aber noch nicht so gut. Also sollte funktionieren, tut es aber aktuell noch nicht. Ich bin gespannt, wo es mit dem Spiel hingeht. Ich denke, irgendwann wird da wohl eine Kickstarter-Kampagne oder sowas folgen. Und vielleicht wird das irgendwann mal ein großer Feuerwehrsimulator. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich wollte es euch trotzdem mal zeigen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne in der nächsten Folge wieder rein. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Spiel und denke, das ist nochmal ein guter Ausblick auf die nächsten Jahre oder vielleicht auch aufs nächste Jahr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!